unser Leben und begleiten uns eine Weile. Einige Menschen bleiben für immer, denn sie hinterlassen ihre Spuren in unseren Herzen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Brockhauser Bürger, wir haben uns heute hier mit Ihnen zusammengefunden, um in einer schlichten Gedenkfeier unserer Verstorbenen und in beiden Weltkriegen Vereinsmitglieder und Brockhauser Bürger zu gedenken, anlässlich unseres Vereinsjubiläums. Der Tod ist die einzige Realität und die Gerechtigkeit für alle, ohne Unterschied der Person und ohne Frage nach Herkunft oder Stand. Abschied nehmen von einem Angehörigen, einem Freund oder lieben Menschen ist immer schwer. Es macht uns traurig, betroffen und stumm. Diese Trauer und Betroffenheit gilt es zu verarbeiten und zu bewältigen. Dabei sind wir dankbar für die Hilfe und das Verständnis unserer Mitmenschen. Geburt und Tod, Leben und Sterben gehören zusammen wie zwei Geschwister. Mit der Geburt beginnt unser Leben und mit dem Tod endet unsere Lebenszeit. So wie bei einer Uhr. Sie ist erst einmal aufgezogen, läuft sie eine bestimmte Zeit, um dann einfach stehen zu bleiben. So ist es auch mit unserem Leben. Eine Uhr läuft eine sehr lange Zeit, die anderen weniger, eine dritte bleibt schon nach kurzer Zeit stehen. Wie lange eine Uhr läuft, wissen wir am Anfang noch nicht. Wir wissen es erst, wenn sie stehen bleibt, also wenn sie abgelaufen ist und das Uhrwerk nicht mehr schlägt. Eines haben aber alle Uhren gemeinsam. Sie laufen immer durch die gespannte Feder vorgegebener Zeit. Auch uns Menschen ist unsere Lebenszeit vorgegeben. Schon bei der Geburt war sie für jeden Einzelnen von uns festgelegt und vorbestimmt. Wie lange wir auf dieser Erde weilen dürfen, wissen wir nicht. Das weiß nur Gott allein. Das ist auch gut so. Aber eins ist gewiss, mit jedem Tag, mit jeder Minute, ja mit jeder Sekunde werden wir immer älter und kommen dem Ende unserer Lebenszeit näher. Bei unseren Verstorbenen ist die vorgegebene Zeit bereits abgelaufen. Die Lebensuhr ist stehen geblieben. Sie sind uns in der Ewigkeit vorangegangen und weilen nicht mehr unter uns. Ein Mensch, der uns verlässt, ist wie die Sonne, die versinkt. Aber etwas von ihrem Licht bleibt immer in unserem Herzen. Dankeschön. Straßen auf dieser Welt sind Straßen vor Tränen und Leid. Wie viele Meere auf dieser Welt sind Meere der Einsamkeit. Wie viele Mütter sind lang schon allein und ganz allein der Weg. Wie viele Menschen sind heute noch nicht frei und würden es so gerne sein? Wie viele Kinder gehen abends zur Ruhe und schlafen vor Hunger nicht ein? Tränen erfrieren beinahe, wann wird es für uns anders sein? Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Die große Berge von Geld gibt man aus, für Bomben, Raketen und Tod. Die große Worte macht euch mancher Mann und hindert damit keine Not. Wie großes Unheil muss erst noch geschehen, damit sich die Menschen
Menschheit wird sehen. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Einen wunderschönen sonnigen Nachmittag an allen. Ich darf mich jetzt ganz kurz vorstellen, weil ich sehe jetzt gerade, Gesichter sind relativ verwirrt. Wer ist denn dieser komische Kerl in unserer Mitte? Ich heiße Vikar Saldi Antonio Abong. Ich bin der katholische Vikar hier im Pastoralverbund HEMA. Und ich habe vor sechs Monaten eine herzliche Einladung bekommen von Herrn Marx, diese Rede zu gestalten anlässlich der Gedenkfeier der Verstorbenen des Männergesangsvereins. Und das werde ich jetzt gleich mit Ihnen halten. Und ich hoffe, Sie werden mit mir Geduld haben, denn Sie sehen, ich bin ja nicht Deutsch. Die Sprache habe ich vor etlichen Jahren gelernt und ich versuche mein Bestes, diese Rede dann zu halten. Ein Gedenkfeier hat ja schon, oder es wurde ja schon angeklungen worden, das ist letztlich nicht anders als das Gedächtnis an unsere Verstorbenen. Und dieser Brauch, liebe Bürgerinnen und Bürger hier von Brockhausen, ist eigentlich nicht verkehrt, sondern das ist eigentlich gut. Dann der Brauch der Gedenken oder des Gedenkens an der Verstorbene lässt uns oder bringt uns nochmal zurück auf den Boden der Realität. Und was ist dann diese Realität? Dass wir hier existieren dank unserer Vorfahren. Diejenigen, die vorausgegangen sind, ist ihnen zu danken, wirklich, dass wir hier existieren. Das ist der eine Punkt. Aber ich möchte diese Trauerfeier oder diese Gedenkfeier nicht als traurige Anlass nehmen, sondern ich möchte eigentlich zwei Hauptthemen ansprechen. Einmal das Thema Gesangsverein, ein Männergesangsverein, und das Thema Frieden. Denn wir gedenken nicht nur unsere normale Verstorbene, sondern auch diejenigen, die im Laufe der zwei Weltkriege gefallen sind. Musik ist eigentlich das Hauptwort, wenn man über einen Männergesangverein spricht. Die Musik ist dasjenige Mittel hier auf der Erde, das alle Menschen verstehen. Musik braucht man nicht, neue Sprachen zu erlernen, sondern dort, wo eine Melodie gerade gespielt wird, angeklungen wird, das wird sofort verstanden. Ob ich rede oder spreche, das ist eigentlich egal. Die Musik ist an sich eine vollkommene Sprache. Wo das herkommt, da sind auch unsere Profis überfragt. Aber sie wissen, dass die Musik eine Eigenschaft des Menschen ist. Das ist in uns tief hineingelegt. Das ist der erste Punkt. Dazu möchte ich den Punkt des Friedens hinzutun. Der Friede ist die Sehnsucht aller Menschenherzen. Es gäbe auf dieser Erde keinen Mensch, der diesen Frieden nicht wünscht. Das ist eine Sehnsucht, die wir alle teilen. Und weil wir alle nach diesem Frieden sehnen, dann sollen wir auch sehr bedacht sein, wie wir mit dieser Sehnsucht umgehen. Denn Friede ist nicht nur eine Sehnsucht, das ist nicht nur ein Konstrukt des Kopfes, das ist nicht nur eine Idee, sondern Friede kann auch eine Wirklichkeit sein, wie die schöne Harmonie der Musik. Und da möchte ich ein paar Punkte mit Ihnen zusammen überlegen, angefangen von der Musik. Die Musik, um diese schöne Harmonie zu bekommen, so wie wir jetzt gerade gehört haben, man braucht dafür manche Voraussetzungen zu erfüllen. Einmal, man kann nicht einfach hinsetzen und sagen, lass mich doch in meine Friede sein. Das geht nicht. Man kann keine schöne Musik ohne Übung
zuerst investiert zu haben. Zweitens Disziplin, dass man regelmäßig singt, ansonsten ja, wird man verkommen. Und das kennen unsere Profis hier, wenn man zum Beispiel ein paar Jährchen nicht gesungen hat, dann spürt man das in der Stimme. Und das ist manchmal traurig, das ist nicht schön für die Musik. Oder Profi-Klavierspieler oder zum Beispiel der für unsere Kapelle, sie müssen stetig üben. Ohne diese Übung ist die Musik verloren. Die Musik lebt von dieser Disziplin. Aber nicht nur das, sondern in einem Männergesangsverein, dort spielt auch noch ein ganz wichtiges Element, was ich glaube auch für das Thema Frieden sehr wichtig, das Element der Gesellschaft, der Gemeinschaft. Das heißt, auch in einem Männergesangverein kann auch gute Stimme vorhanden sein. Aber die gute Stimme sollen sich nicht immer als Primadonnas vorstellen. Ich habe eine Tenorstimme, also dann singe ich so laut, wie ich will. Das geht gar nicht. Sonst ist die Musik nicht mehr die Harmonie, sondern die Kakophonie. Und das wollen wir nicht. Es ist klar. Jetzt schlagen wir die Brücke auf das Thema Frieden. Der Friede ist ähnlich wie die Musik. Die Friede oder der Frieden ist eigentlich ein höchst dynamisches, bewegendes und volatiles Wort. Friede ist die Sehnsucht aller Menschen, das wissen wir ja alle. Aber um so Frieden zu erlangen, brauchen wir eine Investition. Und dafür müssen wir uns bemühen. Wie die Musik braucht der Friede auch Übung. Aber wo und in was sollen wir dann üben? Der Friede ist ja nicht nur von heute auf morgen da, sondern der Friede ist ein Prozess, das wir immer aufrecht erhalten sollen. Deshalb sage ich ja anfangs, es ist ein höchst dynamisches Wort. Denn derjenige, der feige ist, das Gute in der Welt hineinzusetzen, zu tun, kann Friede erhoffen. Das ist die harte Realität und Wirklichkeit. Der Friede kann schnell umkippen. Das haben wir letztlich vor einigen Tagen oder vor einigen Wochen erlebt. Politisch hat das auch einen großen Belang für uns alle. Obwohl wir hier in dem schönen Deutschland sitzen und wohnen, wir können einfach nicht so tun, als ob diese politische Entscheidung anderer Menschen keinen Belang hat. Nein, sondern wir müssen in diesem Friedensprozess immer bedacht sein, dass wir unsere Mühe wirklich zum Guten vorstellend in Bewegung setzen. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, der Friede braucht den Aspekt der Gemeinschaft. Und in der Gemeinschaft, man braucht eine gewisse Regel. Eine davon, aus mindestens der christlichen Sicht, ist die Regel der Nächstenliebe. Wenn Sie das Wort nicht verwenden wollen, dann machen wir das ein bisschen neutraler. Denn diese Regel lässt sich auch übersetzen in dem Wort Menschlichkeit. Und das ist nicht schwer zu sehen, zu üben, liebe Schwester, liebe Brüder. Die Menschlichkeit kann man jeden Tag sogar praktizieren und üben. Und wie sieht das aus? Das fängt ja schon an mit diesen einfachen Worten wie Bitteschön, Dankeschön, ich verzeihe dir, wir fangen neu an. Das sind Kleinigkeiten, aber bedeuten sehr viel. Oder Menschlichkeit angesichts der Thematik Flüchtlinge. Was bedeutet das? Eine Willkommenskultur zu pflegen, das ist nicht selbstverständlich. Es gibt jene Elemente manchmal in der Gesellschaft, auch hier unter uns. Es gibt Stimmen, die sagen, weil sie anders sind, dann haben sie hier nichts zu suchen. Das geht nicht. Wenn das so ist, dann sind wir wirklich ausgeliefert in diesem Verfall des Krieges, des Streites und der Auseinandersetzung. So ist die Friede. Der Friede braucht diese Übung. Der Friede braucht diese Professionalität. Deshalb kann der Friede nicht Realität sein für diejenigen, die feige sind. Jene aber, die mutig und fantasievoll
die Welt zu gestalten, bereit sind und das Gute in der Welt hineinzuversetzen, ihnen kann der Friede gewährt werden. Das ist ein hohes Ideal, ich weiß, liebe Schwester, liebe Brüder, aber das ist nun mal die Welt. Wir können das nicht ändern, es ist, wie es ist aber nicht unmöglich. Sind wir bereit, diesen Appell nach Frieden zu verwirklichen? Das ist letztlich der Grund und der tiefste Sinn, weshalb begehen wir ja diese Gedenkfeier. Dann jeder, der wirklich diese Friede in sich sehnt, möchte etwas dazu beitragen, dass Kriege zum Beispiel oder große Auseinandersetzungen, wo Leben der Menschen ausgesetzt und im Spiel gesetzt werden, vermieden werden können. Das ist möglich und dieses Unterfangen, liebe Schwester, liebe Brüder, ist durchaus machbar. Aber die Frage letztlich lautet, sind wir alle dazu bereit? Tun wir unsere Aufgabe der Menschlichkeit im Alltag? Und das braucht wirklich keine große Mühe. Oder sind wir bereit, miteinander zu sprechen, gerade in Zeiten des Konflikts oder des Engpasses? Kleine Anregungen zu dieser Gedenkfeier. Und ich hoffe und ich bete auch, dass der Gesangverein durch ihre Musik diesen Frieden in der Welt herbeiführen können. Durch ihre Disziplin, durch ihre Mühe der Gemeinschaft, die gute Töne und Harmonie vorzutragen, hoffentlich werden sie auch stark dazu beitragen, dass der Friede eines Tages wirklich überall zu finden ist. Vielen Dank, liebe Schwester, liebe Brüder, liebe Bürger und Bürgerinnen, für ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Heiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein
sind verloren. Und nach einem Gebet stößt nur noch auf taube Ohren. Doch Gebete haben ihre eigene Kraft. Du musst nur glauben in deinem Herzen mit ihrer Kraft. Und plötzlich hörst du dich leise reden. Es hört dir leid, wieder ganz leid, einfach zu beten. Vater unser, der du bist, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, in Ewigkeit. Amen.
oben. Ja gut, aber das ist ja der komplett. Ich wäre ja gerade. Tun Sie nicht zu viel. Ey. Aufschließen! Jawohl. Militärisch. Dann wäre doch gleich hier stehen geblieben. Thank you.
Ja, vielen herzlichen Dank im Namen meiner Sänger. Dankeschön. Rührt euch! Weggetreten! Ja, das ist immer gut. Wir freuen uns, dass Sie alle gekommen sind hier auf dem Hof der Familie Beckmann. Begrüßen möchte ich recht herzlich unseren ersten Bürger der Stadt, Herrn Michael Heilmann, der auch Zeit gefunden hat, heute kurzfristig noch zu kommen. Die heimische Presse heiße ich auch willkommen. Ein besonderer Dank geht an den Trommelchor des DVD Darlinghofen unter ihrem Vorsitz von Ingo Spickermann und dem Musikverein Darlinghofen unter dem Vorsitz von Reinhard Schlichting für die Durchführung des Zapfenstreiches. Herzlichen Dank dafür. Ebenso einen herzlichen Dank an den BSV Darlinghofen nebst Königshaus an der Spitze Klaus Gillmann als erster Vorsitzender und amtierender Schützenkönig. Der Schützenbruderschaft St. Antonius aus Eisborn nebst Königshaus an der Spitze Andreas Danne als Brudermeister. Der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hema Löschzug Ost unter der Führung von Björn Krone. Dem Trommelchor für die Teilnahme der Gedenkfeier des Zapfenstreichs. Die Pfadfinder sind heute Abend für die Bewirtung und für das Wohl verantwortlich. Dafür auch unseren Dank, so dass unsere Sänger kräftig feiern können. Ein besonderes Dankeschön gilt auch dem Unternehmen Elektro Eberch aus Darlinghofen für die Aufstellung des Fernsehspiels gleich um 21 Uhr Deutschland-Italien. Ein besonderer Dank gilt auch der Familie Beckmann, die uns hier haben feiern lassen. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich bei unseren Sponsoren recht herzlich bedanken. Mit Freude und Stolz können wir in diesem Jahr auf das 125-jährige Vereinsbestehen des MGV Brockhausen 1891 zurückblicken. Eine Zeit, die durch herausragende geschichtliche Ereignisse geprägt wurden. Weit über die Grenzen unseres Kreises hinaus
wurde unser Verein mit seinen begeisterten Sängern bekannt. Er trägt damit wesentlichen Teil zum kulturellen Geschehen unserer Stadt Hema bei. In diesem Jahr blicken wir auf das Jahr 1891 zurück, als in Brockhausen am 15. März sangesfreudige Männer einen Gesangverein gründeten, der bis heute besteht unter dem Leitspruch: Sind wir von der Arbeit müde, ist noch Kraft zu einem Liede. In diesem Sinne wünsche ich uns einen schönen Abend und es darf nachher auch getanzt werden und Fußball geguckt werden. Und vielen Dank, dass ihr alle da seid. Dankeschön.